So, hallo und willkommen bei meinem ersten und wohl vielleicht auch einzigen Let's Play, das ich machen werde, auf Wunsch einer gewissen Person. Naja, und dieses Let's Play widme ich Slender, was ja scheinbar gerade ziemlich in Umlauf ist. Ja, fange ich doch einfach mal an. Worum geht es in dem Spiel? 8 Seiten sammeln in einem dunklen Wald. Und ja, es soll ziemlich gruselig sein. Viele gruseln sich davor, aber nicht mit mir. Ja, Slender. Leider läuft es auf meinem Laptop nicht ganz so gut, aber ich denke mal, es sollte ausreichend sein, um 8 Seiten zu sammeln. Gut, fangen wir doch mal an. Ach so, übrigens, ein anderer Let's Player, ein Freund von mir, der meinte, solange man nicht eine Seite gesammelt hat, passiert schon nichts. Aber das ist eine Fehlinformation. Ich hab's ausprobiert, man kann vom Start an weg nur stehen bleiben. Irgendwann ist man trotzdem tot. Ja, Schleife, ich spreche mit dir. Leider weiß ich nie so genau, wo man hier langlaufen muss, weil das doch alles gleich aussieht irgendwie, aber naja. Schauen wir mal, was man so als erstes findet. Und da hinten haben wir doch auch schon was. Ein Haus. Ich gehe mal davon aus, dass hier drin auch ein Stück Papier ist. Ich weiß leider nur nicht, wo. Stuhl, nix, Wand. Ja. Huch, was ist denn hier mit der Taschenlampe los? Wow, der schwarze Gang. Tja, scheint auch an meinem Laptop zu liegen. Vielleicht kriegt ihr das nicht ganz gebacken. Naja. Und noch mal rein. Vielleicht ist dieses Haus auch einfach nur eine Falle. Hier ist in Wahrheit gar nichts. Gehe ich einfach mal wieder raus. Übrigens habe ich meine ganz eigene Theorie dazu zum Slenderman und Sinn des Spiels. Und zwar bin ich der böse, böse Müllsammler, der nachts durch die Wälder geht und den ganzen Schmutz entfernen will. Tja, und da der Slenderman ja so schön sein Papier überall verteilt hat, sammle ich das ein, was er natürlich nicht toll findet. Und will mich aus seinem Wald vertreiben. Ja, der böse, böse Müllmann. Eben. So. Irgendwo hier muss doch ein Stück Papier sein.
das ruckelt ganz schön. Kein Papier? Ich bin enttäuscht. Wo ist das Müll? Das Müll? Habe ich das gerade wirklich gesagt? Okay, das finde ich sehr merkwürdig. Wieso zu geil ist sie denn nicht? Weiter. Der will mich verjagen. Ha, da ist doch was. Müll sammeln, Müll sammeln, Müll sammeln. Hilfe. So, ja, leider kann man das Spiel auch nicht pausieren irgendwie, falls man mal ganz dringend auf Klo muss oder so, weil man sich in die Hose geschissen hat. Man verlässt das Spiel sofort und muss dann von vorne beginnen, was irgendwie schade ist. Aber naja, dann macht man halt einen einmaligen Speedrun oder so und oder lässt es gleich ganz bleiben. Da war doch auch irgendein Papier. Schade, dass man den Slenderman auch nicht bekämpfen kann. Irgendwie mit einem Roundhouse-Kick oder sowas. Ich glaube, man merkt, dass mein Laptop das nicht so ganz toll hinbekommt. Die Bäume poppen im Hintergrund auch auf und sowas. Naja. Ein Versuch.
Versuch starten werde, das Papier zu rauben. Das liegen im Slenderman, das raut alles. Oh, da ist er. Vielleicht sollte ich ihn alle finden, aber ich will ihn ja noch weiter berauben. Ooh.
einfach so geschnappt? Ja, das ist ja großartig. 4 Papierstücke gesammelt. Na dann. Ja, dann würde ich sagen, da ich orientierungslos bin wie, keine Ahnung, eine Fliege, die nicht aus dem Zimmer kommt, weil sie am Fenster hängen bleibt, würde ich auch sagen, das war's dann auch schon wieder mit dem Let's Play. Ja, ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Vielleicht schaffe ich es irgendwann nochmal 8 Stück zu rauben. Ich böser, böser Müllmann. Auf Wiedersehen.